Wer die Wahl hat. Grundrechte verteidigt man, indem man sie ausübt. Die Möglichkeit, frei, gleich und geheim zu wählen, ist ein Grundrecht. Wer nicht wählt, verzichtet nicht nur persönlich auf dieses Recht, er schädigt auch ein kostbares Kulturerbe der Menschheit. Politikverdrossenheit? Wahlmüdigkeit? Lache mal, ich glaub, uns geht's zu gut, dass man die Puppes nicht hochkriege, für ein Kreizel zu machen, uns zu informieren, Gedanken zu machen und zu diskutieren. In der längsten Zeit der Geschichte konnte sich die Mehrheit der Menschen nicht einmal vorstellen, zwischen Ideen, Parteien, Personen, Programmen und Projekten wählen zu können. Fürsten, Militärbefehlshaber, Diktatoren und Priester entschieden, was für das Volk gut sei. Dass sie dabei zuerst an ihre eigenen Vorteile dachten, spürten die vielen an ihrer elenden Lebensqualität. Aber gegen Aufstände war meist vorgesorgt. Die Menschen lernten, dass das, was ist und wie es ist, von Gott oder dem Schicksal so gewollt ist. Also aushalten und auf ein besseres Jenseits hoffen. Überall, wo die Idee vom Gottesgnadentum der Wirklichkeit zerfällt, lernen die Menschen, dass sie sich einmischen dürfen und müssen. Auch heute hat sich für viele Menschen auf der Welt die Situation noch nicht entscheidend verbessert. Dass in unseren Tagen Menschen massenhaft aus ihren Heimatländern fliehen, hat viele Ursachen. Mangel an Mitbestimmung in vielen Ländern gehört zu den begreiflichen Gründen. Das hat auch bei den Revolutionären von 1848 eine Rolle gespielt. Nach ihrer militärischen Niederwerfung flohen Badener und Pfälzer Demokraten nach Amerika, wo sie halfen, Demokratie und Nation aufzubauen. Davon haben wir in Deutschland nach 1945 profitiert. Nach dem ersten Wahlgang zur OB-Wahl in Mannheim möchte ich dem Kandidaten Christopher Probst ein Kompliment machen. Aus Respekt vor der Entscheidung eines jeden Wählers verzichtet er auf eine Wahlempfehlung für den zweiten Wahlgang. Und er sagt, dass er selbst einen wählt, mit dem ihn viele politische Differenzen verbinden. Das ist hohe Schule der Demokratie. Wer glaubt, nur Parteien, Programme und Personen wählen zu können, mit denen er völlig übereinstimmt, versteht Demokratie nicht. Wer glaubt, seine Stimme bedeute, mein Wille geschehe, ebenfalls nicht. Politik ist kein Automat, in den man oben sein Kreuzchen einwirft und unten wird geliefert. Sie ist ein komplexer Prozess, in dem Wahlen nur einen, wenn auch sehr wichtigen Aspekt darstellen. Und bei Wahlen stimmen wir nie nur über ein Thema ab. Es geht um umfassende Bilanz und Perspektive für das Gemeinwesen. Also beim zweiten Wahlgang am 5. Juli 2015 wählen gehen.